Ach, hallo, ihr seid's. Im heutigen Video geht's darum, wie man eine wissenschaftliche Arbeit verfasst. Im heutigen Video soll es darum gehen, wie so eine Jugendforscharbeit eigentlich aussieht, das heißt, welche einzelnen Sektionen es in der Arbeit gibt und was in diese Sektionen genau hereinkommt. In meinem nächsten Video zeige ich dir dann, wie man das Ganze technisch umsetzt und welche Formalien es beim Umsetzen zu beachten gilt. Alles beginnt mit der Kurzfassung. Die Kurzfassung enthält das Problem, das du behandelst, die Art und Weise, wie du das Problem behandelt hast, also deine Arbeit, und sie enthält die Ergebnisse deiner Arbeit. Mit der Kurzfassung versuchst du dein Projekt an die Gesellschaft zu verkaufen, also du versuchst zu zeigen, welche gesellschaftliche Relevanz dein Projekt hat. Wichtig ist bei der Kurzfassung, dass du dich, wie der Name schon sagt, kurz fasst. Das heißt, du solltest vermeiden, lange Sätze zu schreiben und auch möglichst wenig Fachvokabular verwenden und vielleicht auch nur ein bis maximal zwei Zahlen in deiner Kurzfassung verwenden, da es wirklich nur darum geht, den Leuten auf kurze und prägnante Art und Weise zu erzählen, worum es in deinem Projekt geht. Die Kurzfassung sollte in ihrer schriftlichen Art dann 6 bis 8 Sätze lang sein, beziehungsweise maximal eine halbe Seite lang. Falls du Probleme damit haben solltest, das Ganze kurz zu formulieren, stell dir einfach folgende Situation vor. Du stehst in einem Aufzug und jemand fragt dich während der Aufzugfahrt, sag mal, was hast du eigentlich in deinem Projekt gemacht? Und du musst ihm nur erklären, was du in deinem Projekt gemacht hast, das heißt, was ist das Problem, wie hast du es umgesetzt und was sind die Ergebnisse, bis der Aufzug zum Stillstand kommt und ihr beide aussteigt. Die Kurzfassung wird auch in den Programmheften der Wettbewerbe veröffentlicht. Falls du mehr dazu wissen möchtest, schau dir einfach mal das Video hier an, weshalb du auf jeden Fall sehr viel Arbeit da reinstecken solltest. Der nächste Teil deiner Arbeit ist das Inhaltsverzeichnis. Hier sind die ganzen einzelnen Unterüberschriften und Überschriften der einzelnen Kapitel mit den entsprechenden Seitenzahlen gelistet. Nun beginnt die wirkliche wissenschaftliche Arbeit. Und die wissenschaftliche Arbeit fängt immer zuallererst an mit einer Einleitung, in der du in das Problem einführst und auch angibst, was der aktuelle wissenschaftliche Stand zu dem Problem ist. Hierfür ist es nötig, dass du eine kleine Recherche machst, was denn die einzelnen wissenschaftlichen Stände zu dem Problem sind. Das heißt, du guckst dir an, was die einzelnen Arbeitsgruppen in der Wissenschaft zu diesem Problem bisher entwickelt haben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen naturwissenschaftlich, aber das Ganze lässt sich auch auf den Bereich der Technik ausweiten, indem du dir anschaust, was die entwickelten aktuellen Technologien sind und eben dies in der Einleitung kurz angibst und eben auch zitierst. Falls ihr mehr zum Thema Literaturrecherche bzw. wissenschaftliche Recherche wissen wollt, dann lasst mich das einfach mal unten in den Kommentaren wissen, dann drehe ich vielleicht hierzu auch mal noch ein Video. In die Einleitung gehört neben dem aktuellen wissenschaftlichen Stand auch, wie die anderen Gruppen versucht haben, das Problem zu lösen und inwiefern sich dein Lösungsansatz von dem der anderen Arbeitsgruppen unterscheidet oder ob er sich überhaupt unterscheidet. Außerdem versuchst du auch das Problem im Großen und Ganzen zu erklären und vielleicht nochmal hervorzustellen, wie aus dem gesamten Problem jetzt dein einzelner Teilbereich, den du lösen möchtest, hervorgeht. Das heißt, wenn du beispielsweise versuchst zu erklären, wie die klimale Erderwärmung zustande kommt, dann beginnst du damit zu schildern, was die klimale Erderwärmung überhaupt ist. Und dann fängst du an zu erklären, was sind vielleicht die Haupteinflussquellen, die das ganze Problem verursachen. Und dann brichst du das Ganze so weit runter, bis du an dem Punkt gekommen bist, wo du erklärst, was deine Arbeit jetzt zu der Lösung des Gesamtproblems dazu beitragen wird. Eine kleine Sache noch zum Thema Verfassen der Arbeit. Mir persönlich fällt es meistens sehr schwierig, die Arbeit von vorne nach hinten durchzuschreiben. Deshalb fange ich meistens an mit der Zusammenfassung und der Diskussion der Ergebnisse und gehe dann über die einzelnen Experimente und Methoden bis hin zur Einleitung zurück und schreibe die Einleitung quasi zu allerletzt. Kommen wir nun zum nächsten Teil der Arbeit, nämlich dem Theorieteil. Im Theorieteil geht es darum, den Leser auf den Hauptteil der Arbeit vorzubereiten, indem man zum Beispiel wichtige Begriffe, die später häufig verwendet, ordentlich und sauber definiert und im Falle von physikalischen Formeln zum Beispiel diese erstmal herleitet und erklärt, wo die überhaupt herkommen, bevor man sie später dann anwendet. Der Theorieteil ist natürlich in gewisser Art und Weise optional und auch die Ausführlichkeit von diesem Teil ist immer sehr schwierig einzuschätzen.
Manche Themen sind natürlich sehr komplex und benötigen daher eine aufwendige Herleitung der einzelnen Themen. Und das kann natürlich schon mal schnell dazu führen, dass man den Umfang der Arbeit etwas überreizt. Das heißt, dass man über die 15 Seiten, die Jugend forscht für die Arbeit vorsieht, hinausgeht. Ein kleiner Tipp hierzu, ihr könnt auch gewisse Teile des Theorieteils am Ende in den Anhang auslagern, aber bitte sorgt dafür, dass das nicht zu weit ausartet und den Lesefluss am Ende stört. Und ich würde auch empfehlen, das wirklich nur im Zweifelsfall zu machen. In der Regel solltet ihr für den Theorieteil mit 1 bis 2 Seiten auskommen können. Als nächstes folgt der Hauptteil deiner Arbeit. Der Hauptteil ist natürlich das Wichtigste an der ganzen Arbeit, denn hier findet die wirkliche Wissenschaft statt. Und deshalb kann dieser Teil auch schon mal gerne bis zu 10 Seiten lang werden. Der Aufbau des Hauptteils ist im Wesentlichen immer der gleiche. Du hast, zumindest im naturwissenschaftlichen Bereich, immer verschiedene Experimente durchgeführt. Und im Hauptteil erklärst du nun, was ist dein Experiment und anschließend die Auswertung zu den Daten. Das heißt, du beginnst als allererstes damit, dass du deinen experimentellen Aufbau zeigst und erklärst. Das heißt, du nimmst dir ein Foto von deinem Aufbau, dann beschriftest du in dem Foto die einzelnen Teile. Und dann erklärst du in einem Text, was die einzelnen Komponenten des Versuchsaufbaus sind und in welcher Art und Weise sie zum Messen benutzt werden. Dann erklärst du, wie du die Messung durchführst und als nächstes zeigst du die Ergebnisse aus deiner Messung. Als nächstes folgt die Auswertung deines Experiments. In der Auswertung vergleichst du Theorie und Experiment, gibst allerdings noch keine wirkliche Bewertung zu dem Ganzen. Wenn du mehrere Experimente durchgeführt hast, listest du diese natürlich alle in deinem Hauptteil auf. Und führst für jedes einzelne Experiment immer wieder die Beschreibung des Aufbaus, die Durchführung, die Messung und die Auswertung einfach hintereinander durch. Zum Schluss folgt noch die Zusammenfassung bzw. Diskussion deiner Ergebnisse. Wissenschaftler, die viele solcher Arbeiten lesen, lesen meistens nur die Einleitung und die Zusammenfassung bzw. Diskussion zum Schluss und überspringen den eigentlichen Hauptteil der Arbeit, um wirklich zu sehen, was sind die Ergebnisse der Arbeit bzw. wie wurde das Problem angegriffen. Deshalb solltest du sowohl in der Einleitung als auch in der Zusammenfassung wirklich Mühe geben, die einzelnen Dinge gut zu beschreiben, die Sätze kurz zu wählen, das Ganze möglichst verständlich und anschaulich darzustellen und klar herauszustellen, was die Ergebnisse deiner Arbeit sind. Zum Schluss folgt noch die Zusammenfassung. Worum geht es in der Zusammenfassung? Naja, wie der Name sagt, fasst du als allererstes alle deine Ergebnisse zusammen, die du im Hauptteil gewonnen hast. Und in der Zusammenfassung darfst du auch ruhig diskutieren, ob deine Ergebnisse gut oder schlecht sind. Das heißt, du kannst Lob und Kritik zu deinen wissenschaftlichen Ergebnissen äußern. Wichtig hierbei ist, du darfst auf jeden Fall auch Lob äußern. Man sollte nicht immer nur alles schlecht reden, denn wenn mal was gut funktioniert hat, darf man das auch ruhig hier hinten mal erwähnen. Und wenn du Dinge kritisierst, dann solltest du immer sehr vorsichtig sein. Du kannst natürlich dein eigenes Vorgehen kritisieren und solange du das in einer wissenschaftlichen bzw. objektiven Art und Weise tust, ist das auch alles in Ordnung. Aber wenn du andere Dinge kritisierst, beziehungsweise zum Beispiel irgendwelche Messgeräte, die du verwendet hast oder irgendwelche Arbeit von anderen, dann solltest du immer sehr vorsichtig sein. Ich kann dir hierfür auch ein Beispiel nennen. Wir haben während unserer Zeit bei Jugend forscht mit einem Thermometer gearbeitet, das wir anschließend in der Diskussion unserer Ergebnisse relativ schlecht gemacht haben. Die Jury hat uns darauf hingewiesen, dass es sich dabei um ein sehr gutes Thermometer handelt, das sehr präzise arbeitet und dass vielleicht unsere eigenen Ergebnisse schlechter sind, als wir das eigentlich behaupten. Das heißt, hier sollte man wirklich immer sehr vorsichtig sein, an welchen Stellen man Kritik äußert. Man sollte natürlich auch ein bisschen vorsichtig mit dem Thema Lob sein, denn man kann natürlich nicht am Ende der Arbeit seine ganze Arbeit nur ausschließlich loben. Also nochmal kurz, worum geht's in der Zusammenfassung? Naja, du erklärst, was ist das Problem, was hast du durchgeführt bzw. was hast du gemessen, was sind deine Ergebnisse, du äußerst Lob und Kritik zu diesen Ergebnissen und du erklärst noch, was du als nächstes tun würdest bzw. wie oder ob deine Arbeit an dieser Stelle noch weitergeführt werden muss. Nach der Zusammenfassung bzw. Diskussion folgen noch 2 weitere Punkte. Zum einen kannst du noch eine Danksagung verfassen. Hier bedankst du dich bei allen Leuten, die dich bei deiner Arbeit unterstützt haben, sowohl materiell als auch mit Hilfestellung und Rat. Und du musst außerdem noch ein Quellenverzeichnis aufsetzen, in dem du die gesamten Quellen, auf die du dich in deiner Arbeit beziehst, nennst. Das war es auch schon wieder mit dem Video für heute. Wenn es dir gefallen hat bzw. es hilfreich war, dann gib dem Video doch bitte einen Daumen hoch.
Und wenn du noch Fragen zu dem Video hast, dann kannst du sie mir gerne unten in den Kommentaren dalassen. Das Video kommende Woche fällt leider aus, aber nächstes Jahr sehen wir uns dann, wie bereits am Anfang erwähnt, mit dem Video zum Thema, wie setze ich so eine Jugendforscharbeit technisch gesehen eigentlich um und welche Formalien muss ich beachten, wieder. Bis dann, ciao!